Ich habe jetzt einige Reden zum Budget gehört, auch die kurze Wortmeldung vom Herrn Finanzminister diesbezüglich, und ich habe mir überlegt, wie das im echten Leben ausschaut. Jetzt stellen Sie sich vor, der Herr Finanzminister hätte vielleicht ein Minus am Konto, geht zu seinem Bankbetreuer, der zeigt ihm seinen Kontoauszug, da steht drauf, dass wesentlich weniger reinkommt, als er ausgibt, und der Herr Finanzminister sagt seinem Bankbetreuer dann, naja, machen Sie noch keine Sorgen um meinen Kontostand, es ist nur ein strukturelles Defizit, Herr Bundesminister. Glauben Sie tatsächlich, dass Sie bei Ihrem Bankbetreuer da durchkommen? Glauben Sie, dass Sie da vielleicht noch einen Kredit aufnehmen können, oder wird Ihnen der Bankbetreuer sagen, schauen wir, dass wir das vielleicht wieder in den Griff bekommen? Ich glaube, Herr Finanzminister, das wäre gefragt. Und wenn ich Ihre Fraktion höre, die sich da in Jubelmeldungen überschlägt und uns jedes Mal erklärt, dass ein 25 Milliarden Euro Defizit und das fortgeschrieben in den letzten Jahren ein Erfolg für die Demokratie und ein Erfolg für Österreich ist, dann weiß ich wirklich nicht mehr, auf welchem Planeten Sie hier leben und was Sie den Menschen hier draußen noch alles weiß machen müssen oder möchten. Was wir hier auf der Regierungsbank gesehen haben und was wir auch in den letzten Beratungen, auch in den Ausschüssen gehört haben, das war nichts anderes als die geballte Inkompetenz, die man hier gesehen hat. Wenn man gesehen hat, wie sie überhaupt nicht wissen, wie sie mit ihren Zahlen noch jonglieren sollen und wie sie die Leiche so schminken können, dass irgendwie einer glaubt, dass mit der Republik in die positive Richtung weitergeht, dann zeigt das auch, dass sie vollkommen überfordert mit ihrer Aufgabe sind und dass es wirklich so ist, dass ich auf der einen Seite ein lachendes Auge heute habe, weil ich weiß, das ist das letzte Budget, das von Ihnen da präsentiert wird. Das weinende Auge schwingt aber natürlich auch mit. Das ist das, dass Sie, und das müssen Sie schlussendlich dann auch irgendwann einmal verantworten, vielleicht auch der eine oder andere, wie die Frau Gewessler dann auf einer Anklagebank, das müssen Sie auch verantworten, warum Sie die Republik sehenden Auges gegen die Wand gefahren sind, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Bundesregierung. Herr Vizekanzler Kogler weiß ja schon ganz engagiert hereinplaudern da zu mir herüber. Zu Ihnen komme ich dann noch, weil Ihr Ministerium ist ein Dreh- und Angelpunkt, was den Postenschacher in dieser Republik betrifft. Und die Posten, die Sie für Ihren grünen Freunde in Ihrem Ministerium klar machen, die werden wir dann auch noch besprechen. Keine Angst, Herr Vizekanzler, da wird es dann richtig grindig, um bei Ihrer Wortwahl zu bleiben. So, also 25 Milliarden Euro Defizit, das ist Ihre Leistung. Und wissen Sie, da muss man sich einmal die Frage stellen, da hat es auf der einen Seite eine Corona-Krise gegeben, mit der Sie immer argumentiert haben, und da haben Sie gesagt, naja, da haben wir diese und jene Maßnahme setzen müssen. Die Corona-Krise ist aber bekanntermaßen vorbei. Das Defizit bleibt aber. Und da kommt man wirklich manchmal der Verdacht bei Durchsicht all dieser Dinge, dass Sie vielleicht hergegangen sind und das Corona-Geld dann einfach weiter fortgeschrieben haben. Sie haben es halt dann in irgendwelchen anderen Senken da irgendwo vergraben, haben sich so unter Parteifreunden aufgeteilt, haben schlussendlich für den eigenen Apparat zur Verfügung gestellt. Das ist doch ein Rückschluss, auf den man kommen muss. 435 Milliarden Euro Staatsverschuldung bis 2027. Ich glaube nicht, dass das irgendwas ist, wo man da jetzt wie das frisch lackierte Hutschpferd da draußen herumgrenzen muss und den Bürgern noch verkaufen möchte, dass das ein Erfolg ist. Das ist ein Rucksack, den Sie alleine für jeden Österreicher mit 10.000 Euro gefüllt haben, Schulden, den unsere kommenden Generationen für Sie dann wieder abarbeiten müssen. Das ist das, was Sie den Österreicherinnen und Österreichern jetzt unter den Christbaum legen. Da gibt es nichts zu beschönigen, sondern das sind die harten Fakten. Die Rechnungshofpräsidentin ist gerade vorhin gekommen. Die hat Ihnen auch nachgewiesen, dass Ihre KOFAG ein Konstrukt war, das man so nicht aufrechterhalten kann. Der Verfassungsgerichtshof hat Ihnen gesagt, die KOFAG, die Sie mit 19 Milliarden angefüllt haben, ist ein verfassungswidriges Konstrukt. Und Sie sitzen da und lächeln das alles weg. Das ist doch unglaublich, dass man sich eigentlich so herstellen kann und glauben kann, dass man da noch irgendwie den Menschen verklickern kann, dass es mit ihnen besser geworden ist. Es ist schlechter geworden. Sie sind die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten. Und es ist wichtig, dass hoffentlich bald ein Volkskanzler Herbert Kickl hier einmal das alles in den Griff bekommt und einmal alles richtig stellt, was Sie falsch gemacht haben. Wissen Sie, Sie haben auch nicht darüber gesprochen, dass Sie es zulassen haben, dass die Mitgliedsgebühren in der Europäischen Union drastisch angestiegen sind. Ich sage salopp Mitgliedsgebühren dazu, weil das ja sozusagen nur der nackte Preis ist, den wir bezahlen. Aber da haben Sie zugeschaut, wie das seit dem Jahr 2000 von 1,8 Millionen fast ums Doppelte angewachsen ist. Jetzt sind es 3,1 Milliarden Euro, die wir in die überweisen. Und da sind die ganzen Nebengeschenke noch gar nicht mit dabei. Was ist das? Das ist zum Beispiel der Wiederaufbaufonds mit Corona, 5,9 Milliarden Euro.
zu bezahlen, natürlich von kommenden Generationen. Da wird der Herr Kogler schon in Pension sein oder sonst irgendwo. Das werden dann kommende Generationen bezahlen müssen. Vielleicht wird es auch der Herr Finanzminister Brunner nicht mehr als Minister miterleben, während andere noch das bezahlen müssen, was sie verursacht haben. Sie haben einer sogenannten Friedensfazilität zugestimmt. Das sind mittlerweile, wenn man alles zusammenrechnet, noch einmal 3,22 Milliarden Euro in Richtung der Ukraine geflossen. Und der Klubobmann Kickl hat es heute schon gesagt, da sollte man sich doch ein Beispiel an der Slowakei nehmen, die verstanden hat, und das ist bitte eine sozialdemokratische Außenminister, der das gesagt hat, die verstanden hat, dass es wohl der falsche Weg ist, hier jetzt Waffen und Munition zu liefern, sondern dafür zu sorgen, dass das sinnlose Sterben endet. Was machen Sie? Sie investieren ums Eck weiterhin in Waffen und Munition und sind mitverantwortlich für das Sterben auf beiden Seiten. Das ist nicht ohne Herr der Vizekanzler, Sie haben da zugestimmt. Also Sie können zuhören, oder haben Sie jetzt gesagt, ich habe nicht zugehört, dann würde ich verstehen, was Sie gerade hier abgesondert haben. Und wissen Sie, Sie müssten auch die Abzocke der Bevölkerung beenden. 114 Milliarden Euro Steuereinnahmen alleine heuer. Das ist der größte Wert, den es in der Zweiten Republik jemals gegeben hat. Mitverantwortlich dafür Ihre asoziale Ökoreform, die Sie da gemacht haben, Steuerreform mit der CO2-Steuer und vieles mehr. Und das ist doch eine der Triebfedern für die Inflation in diesem Land gewesen. Und die Haushaltsabgabe, da sind wir wieder da drüben zu Hause, die Haushaltsabgabe legen Sie den Österreicherinnen und Österreichern jetzt auch noch unter den Christbaum, damit jeder glücklich ist und weiß, wofür er sein sauer verdientes Geld ausgeben kann. Viere Abzocker-Mentalität. Und das Schlimmste, und das bringt mich wirklich in Rage, ist das, was Sie in Ihren Ministerien aufführen. Das ist die Gier, Ihre Leute überall zu versorgen. Ich sage Ihnen ein paar Zahlen. Zwischen 2020 und 2023 haben Sie 2.159 neue Dienstposten geschaffen. Also ich weiß gar nicht, ob die paar Klimakleber so viele Leute zusammenstellen und ob der CV überhaupt noch so viele Leute hat, die man da überall alle hinsetzen kann. Das weiß ich nicht. Aber Sie haben Jobs erschaffen, nur für Leute, die Ihnen offensichtlich nahestehen. Und das Ganze geht weiter. Von 2024 bis 2027 gibt es noch einmal 1.853 Jobs zusätzlich dazu. Sie sichern jetzt schon Ihren Abgang und ein paar von den Abgeordneten, so wie der Herr Prost dann in weiterer Folge und so, die werden wir dann wieder finden. Im Parlament werden sie dann nicht mehr sitzen, die werden dann wieder in irgendwelchen Ministerien aufschlagen. Das Bundeskanzleramt hat 9 Abteilungsleitern, 3 Gruppenleiter zusätzlich erfunden. 1,7 Millionen Euro zusätzliche Kosten, die hier erwachsen worden sind. Da gibt es Gagen bis zu 9.000 Euro brutto. Da werden wir auch wieder den einen oder anderen Abgeordneten von der ÖVP finden, der dann irgendwo versorgt werden muss. 104 Pressemitarbeiter gibt es im Bundeskanzleramt, die kosten 450.000 Euro im Monat. Und ich stelle mir oft die Frage, was machen die eigentlich beruflich, wenn dann solche Dinge passieren wie der McDonald's-Saga vom Herrn Bundeskanzler. 104 Pressemitarbeiter, also da hätte man schon ein bisschen einen vernünftigeren Output erwartet. Und das Gleiche spielt es natürlich auch im Ministerium von der Frau Gewessler. Dort gibt es alleine über den Sommer 25 neue Posten, insgesamt sind es heuer 40 neue Posten. Und die Umfärberei wird natürlich in erster Linie vom Vizekanzler Kogler möglich gemacht, denn in seinem Ministerium werden diese Planposten dann auch freigegeben und da wird das auch alles ermöglicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Abschluss, wir haben gesehen, dass sich ein tiefer schwarzer Staat unter Steigbügelhalterei der Grünen hier etabliert hat. Wir haben aber auch eines gesehen, dass kaum ein Tag vergeht, an dem der ÖVP nicht wieder irgendeine Schandtat vorgeworfen werden kann, die sie aufgrund ihrer Machtignoranz zu verantworten hat. Das wird auch so weitergehen. Ich bin überzeugt davon, dass die nächsten Monate noch sehr vieles ans Licht bringen. Wir werden von dem, was sie zu verantworten haben. Und es wird wohl auch bald ein jähes Ende nehmen. Vielleicht beginnen sie jetzt schon einmal miteinander, sich voneinander zu verabschieden, denn in dieser Konstellation wird es wohl nach den nächsten Wahlen nicht mehr weitergehen. Und seien Sie versichert, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Genießen Sie vielleicht jetzt noch Ihre letzten paar Sitzungen auf der Regierungsbank. Ich bin überzeugt davon und gerade in Richtung der Ministerin Gewessler, was ihre Gegenwart dafür betrifft, dass sie Straßen schlicht und ergreifend nicht bauen lassen will. Das wird dazu führen, dass wir wohl vielleicht auch das eine oder andere Regierungsmitglied demnächst im Zuge einer Ministeranklage auf der Anklagebank sehen.